Bei ihrem nächsten Einsatz gilt es für Jule Polanski und Klaus Wiebel, den bizarren Geldfund eines ehrlichen Jungen aufzuklären. Ist ja alles ruhig heute hier, wa? Ja, ist aber die Ausnahme eher, ne? Ja. Gut, dass Sie gekommen sind. Hey. Hallo! 50-Euro-Schein behalten. Wo hast du den denn her? Also, ich hab den unter einem Briefkasten gefunden. Zeigst du uns das unter mal? Unter einem Briefkasten? Ja. Zeig mal, warte mal, lauf mal nicht weg. Echt? Ja. Unter einem Briefkasten? Ja. Zeig uns das mal. Das ist ja witzig. Gleich werden die Beamten feststellen, dass der 50-Euro-Schein nicht der einzige seiner Art ist. Hier drunter gefunden. Da drunter? Hey. Hallo. Marco, alles klar? Was ist da los? Oh. Was denn? Ich habe auch welches gefunden. Was ist hier? Da drunter liegt Geld. Sag mal. Ich habe auch welches gefunden. Das verstehe ich jetzt nicht. Nicht nur die Mutter des Jungen ist von dem herrenlosen Geld überrascht. Eine handgeschriebene Botschaft gibt einen Hinweis auf einen Mieter im Haus. Das sind Mieter von mir. Ich bin Nicole. Ach, Sie sind die Vermieterin hier. Genau, okay, die Eigentümerin, Vermieterin. Und Pascal Stein, der wohnt ganz oben mit seiner Freundin Astrid zusammen. Ja. Nette sind. Kennen Sie die Anschrift? Hast du denn schon mehr Geld gefunden? Ja. Was? Wohin? Das ist ja jetzt echt ein... Wo geht er hin? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Vielleicht holt er seine Beute. Gut, aber wir versuchen. Aber hat ihm noch nichts erzählt? Gar nichts, kein Ton. Was heißt denn da? Oh, deine Sparbüchse. Das oh. Gibt's doch gar nicht. Und das kommt alles von diesem Briefkasten? Alles aus dem Briefkasten? Ja. Hast du schon mal jemanden gesehen, der das da festgemacht hat? Nee. 50, 60, ja. 70. Okay. Gut, dann tu das mal erstmal wieder rein. 90 Euro. Ja, tu das mal erstmal wieder da rein. Du hast sehr gut gespart. Da hat mein Sohn 90 Euro gebunkert, ohne dass ich da was von mitgekriegt habe. Witzig, hast du gut gemacht bis dahin. So, okay, bleibst du mal hier unten bei deiner Mama? Ja. Als Klaus Wiebel und Jule Polanski wenig später auf den Verdächtigen treffen, haben sie sofort einen ernsten Verdacht. Moment. Oh, ja, hallo. Hallo. Herr Stein. Schönen guten Tag. Ja. Die Polizei. Dürfen wir mal kurz reinkommen? Wir müssen Warum geht's denn? Eine Kleinigkeit besprechen. Okay. Ja. Ja. Also, okay. Ist alles wir okay? Wir gucken uns auch nicht um. Vielleicht doch, aber. So. Worum geht's denn? Puh, können wir mal ein Fenster aufmachen? Hier ist ja ganz schön. Nee, das ist ja alles. Oh mein Gott, hier brennt! Hier brennt! Was brennt? Was brennt? Oh Gott. Was hast du gemacht? Was ist denn hier los bei euch? Oh, tun Sie doch bitte was! Ja, ganz ruhig. Ja, vor allem schalten Sie das mal aus. Oh, Pascal, was hast du denn schon wieder gemacht? Ja, ich hab erstmal alles aus. Die Pizza verbrannt, okay. Astrid, was ist denn bei euch los? Ich fass es nicht. Oh, Nicole. Ist jetzt gerade mega dumm gelaufen. Auf jeden Fall. Oh, ich muss hier mal ein Fenster aufmachen. Ja, das ist eine gute Idee. Puh. So. Ja. Die Herrschaften, was ist denn das da auf dem Tisch? Das ist nix eigentlich. Das fassen wir jetzt mal nicht mehr an. Was Zigarette. Ist das? Ja, okay. Also, interessante Zigarette. Lange Zigarette. Ja. Das ist eine lange Zigarette. Ja. Eine lange selbstgedrehte Zigarette. Ja. Ja, genau. Ja, die Spaß macht. Das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland ist ein bisschen kompliziert gestrickt. Das verbietet nämlich den Handel und den Verkauf und die Herstellung von illegalen Drogen. Aber der Besitz ist nicht strafbar an sich. Und es gibt so eine geringe Menge, die man als Eigenbedarf haben darf, ohne sich strafbar zu machen. Was ist das für eine Kohle, die da unterm Briefkasten klebt mit ihrem Namen drauf? Das ist nix. Das ist... Nur, also, okay, das sieht jetzt Frage, komplett falsch aus. Wo haben Sie das her? Das habe ich beim entfernten Kollegen gekauft. Okay. Über diese Methode, Briefkasten. Geld hinkleben und er also kommt und klebt das dann drunter oder was? Nimmt sich das Geld und klebt ja, was die Briefumschläge. Das wollte ich halt noch abgeben. Also das ist aber alles... Eigentlich, also es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay, was ist es denn dann? Also wir machen das nur ab und zu. Ja. Das ist Eigenbedarf und... Absoluter Eigenbedarf.
Okay. Aha. Wir haben also das ab und zu mal ein Joint rauchen. Ja. Das ist alles, was wir haben. Das ist nicht im Großen. So. Das, die, das Geld ist für Kollegen. Darf ich dazu jetzt auch mal was sagen? Pascal, mal ohne Witz jetzt. Ne? Ich mag euch ja echt gern. Aber wenn ihr hier in meiner Bude könnt ihr quarzen, was ihr wollt. Ist, ne, du weißt, ich bin da entspannt. Aber wenn das hier losgeht mit Rauchmeldern, weil ihr nicht mehr klar genug seid, um was weiß ich, eine Pizza aus dem Ofen zu holen, ne? Dann bin ich echt sauer. Nee, wie, ey, das war jetzt nur das Fenster ist, wir sind immer auf dem Balkon. Also das ist jetzt okay. Ja, das wäre eine Ausnahme. Wir wohnen ja auch noch andere, so. Ihr wisst, die also, haben viele Leute, kleine Wir sorgen Kinder. Auch dafür, dass das nicht in den Flur zieht oder so. Okay, du kannst wir, da sonst können wir jetzt so erstmal ja. Können wir jetzt erstmal unsere Arbeit machen hier. Wo ist der Rest? Das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was wir haben. Herr Stein, wir krempeln die Bude um. Das, wir drehen das auf. Das können Sie gerne machen, aber wir rufen das ist alles, was ein Anruf, dann ist ja ein Rauschgift drin. Das ist alles, absoluter alles, was wir haben. Das ist, unser, das ist alles, was wir haben. Der letzte Wirklich? Rest. Ja. Der letzte Rest. Alles, was Und hier warten ist. Sie jetzt sozusagen auf Ihre neue Lieferung? Ja. Okay. Also nein. Also das ist ja. Für das... das also ist, ja. Also ja. 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 Also es ist, Sie wollen was kaufen, aber nur dazu, für sich. Dazu, ja, das haben wir jetzt ja. Ich will keinen da reinreiten. Also ich Gut, die Menge deutet ja darauf hin, die Menge und auch die Kohle, wenn das hier die neue Lieferung das oder zwei Lieferungen sein sollen, dann deutet es ja darauf hin, dass das für einen Eigenbedarf ist. Das, verkaufen Sie irgendwas? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir wollen keine Probleme, einfach nur runterkommen nach dem Alltag, chillen. Genau. Alles, was wir wollen. Ja. Auch unter Druck will der Marihuana-Konsument den Namen seines Dealers nicht preisgeben. Polizeikommissarin Jule Polanski und Polizeihauptkommissar Klaus Wiebel stellen die Drogen sicher. Ja, das war's dann. Dann sind wir wieder weg. Ne? Trotz alledem noch einen schönen Abend. So lustig wird's ja nicht mehr, aber... Und brennen Sie hier nichts an. Auf die Pizza achten. Tschüss. Der Herr Stein und seine Lebensgefährtin haben zunächst mal keine weiteren Konsequenzen zu befürchten. Wir werden einen sogenannten Beobachtungs- und Feststellungsbericht fertigen. Das heißt, da werden wir alle Fakten zusammentragen. Aber weitere Konsequenzen haben Sie als Eigenverbraucher nicht zu befürchten. Zunächst einmal. Damit ist der Fall fürs Erste erledigt. Weit kommen die Beamten allerdings nicht. Auf dem Weg zum Polizeiauto sind aus dem Erdgeschoss laute Schreie zu hören. Was ist denn jetzt los? Hallo, wo ist das Gänse? Hallo, die Polizei! Ey, stehen bleiben! Stehen bleiben! Auf den Boden! Ich hab nichts gemacht, hören Sie auf! Hallo, ich hab nichts gemacht! Okay, geh runter auf die Erde. Entschuldigung, hallo! So, und die Arme auf den Rücken. So, was ist los? Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, wir haben... Bleiben. Das ist nicht das, was ich mir gerade in die Tasche gesteckt habe. Nee, das habe ich, glaube ich, gesehen. Was haben Sie denn hier in der Hand? Gar nichts, das ist nicht von mir. So, Kopf ein bisschen anheben. Das ist nicht von mir. Ist mit dir alles in Ordnung? Ja, okay. So, guckst du da mal rein. So, ganz ruhig bleiben, ja? Ja. Ich habe nichts gemacht, wie gesagt. Ja, bei der Tasche hat es sich um eine ganz normale Posttasche gehandelt, die jeder Postbote mit sich rumschleppt. Da ist einmal hier diese ganz normale Post drin, die auch ordnungsgemäß frankiert ist, somit auch dem Postgeheimnis unterliegt. Aber in der zweiten Tasche, hier in so einem Seitenfach, haben wir komplett eine ganze Packung an Briefumschlägen, die genauso aussehen wie oben schon aus der Wohnung, wo nämlich nur diese Grammzahlen draufstehen. Und wenn man sich dann den mal genau anschaut, ist da auch... fein säuberlich verpackt, anzunehmen, dass es sich hierbei um Marihuana handelt. Sie sind Beschuldigter einer Straftat. Sie brauchen zur Sache selbst jetzt nichts mehr zu sagen. Sie sind vorläufig festgenommen. Wir werden Sie mitnehmen zur Dienststelle. Das war's. Fragen dazu? Nee. Okay, danke schön. So, dann legen wir Ihnen jetzt zur Sicherheit, für unsere und für Ihre Sicherheit, Handfesseln an. Muss das sein? Das muss sein, ja. Oh, du machst echt Sachen. Ja, und noch Wieso hast du denn nichts gesagt? Du? Kommst du erstmal alleine? Aber klar, frag ich den Kleinen noch mal, was jetzt gerade los war. Noch sieht's gut aus. Ja? Jetzt mal gucken, ob ich hier rumkomme. Ja, das passt schon. Kriegen wir hin. Erzähl mal, was war denn jetzt? Wo kam denn jetzt auf einmal der Postbote her? Keine Ahnung, ihr wollt irgendwie irgendwas machen da. Und ja. Hat er dich was gefragt? Ja, wo das Geld ist. Ach, der hat dich nach dem Geld gefragt, ja. Sozusagen. Okay. Du machst ja. Und hat er ja wehgetan? Am Arm hat er dich irgendwo hingezogen? Nee, okay. Wirklich alles okay mit dir? Ja. Personalien haben wir die von dem Jungen?
Ja, die Personalien von ihm. Gut, okay. Dann sind wir sofort weg. Wir bringen den jetzt direkt zur Dienststelle. Ja. Hast du gut gemacht, klasse. Sehr gute Arbeit. Ja, hast uns sehr geholfen. Ein kleiner Detektiv. Und ja, vielen Dank. Das hast du großartig gemacht. Das gibt eine dicke Pizza heute Abend. Ja. Aber bitte keine verbrannte. Nee. Okay, Richtung Auto. Vielleicht laden wir die beiden halbe Drehung. Noch Pizza ein. Ja. Sehen Sie mal, wie es richtig geht. Genau. Schönen Tag. Tschüss. Ich habe dann etwas Gas gegeben in dieser gesamten Angelegenheit. Der Briefträger musste weg. Wir haben ganz kurz mit der Kriminalwache telefoniert. Die ganze Geschichte Rauschgifthandel wird bearbeitet von einem speziellen Kommissariat bei uns im Haus. Die Kollegen waren auf der K-Wache, auf der Kriminalwache. Und der vorläufig Festgenommene musste unverzüglich dorthin, weil zu erwarten ist, dass man beispielsweise erkennungsdienstliche Behandlungen durchführt, Vernehmungen durchführt. Und letztlich und endlich könnte es auch sein, dass die Kollegen von K eine Wohnungsdurchsuchung anordnen bzw. durchführen, sofern sie nähere Kenntnisse haben, was die Beteiligten anbetrifft. Das kann durchaus möglich sein.